Ich wollte Lehrerin werden, weil ich die Vorstellung ganz schön finde, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, auch wenn es nur ein Stück ist. Und natürlich gerade mit Kindern. Hat er nicht? Hat er es zu dir gesagt? Hast du es zu sie gesagt? Ich möchte unbedingt das Beste für die Kinder irgendwie so rausholen. Und ich merke, ich schaffe es nicht. Dann spüre ich das immer im Bauch. Ich darf nichts machen. Ich muss die ganze Zeit sitzen und warten. Ich bin Lara, 29 Jahre alt und ich liebe meinen Beruf als Lehrerin. Aber momentan komme ich so sehr an meine Grenzen, dass ich nicht weiß, wie lange ich das noch durchhalte. Ich arbeite an einer Grundschule in Lübeck und ich habe im August meine erste Klasse übernommen und bin da jetzt die Klassenleitung von 13 Schülern und Schülerinnen. Jedes Kind hat sich mit einem anderen Buch beschäftigt und soll sich damit ganz individuell auseinandersetzen, in unterschiedlichen Art und Weisen. Montags ist immer noch ganz gut, da ist die Batterie noch voll. Ich glaube, dass es gegen Ende, dass dann alle froh sind, dass Ferien sind. Also meistens ist die Stimmung da noch mal ein bisschen aufgeheizter. Man merkt, dass einfach die Luft so ein bisschen raus ist jetzt. Ihr habt euch alle ein Buch ausgesucht und heute geht es um den Inhalt. Es gibt verschiedene Aufgaben. Es gab die Pflichtaufgaben, es gibt drei Wahlaufgaben. Weil ich ja an der Brennpunktschule arbeite, ist es natürlich, dass es da eine Ballung gibt von Herausforderungen. Brennpunkt heißt ja auch immer, dass es eben überwiegend Familien aus einem sozial schwächeren Kontext sind. Das heißt, da ist ja schon im Hintergrund oft viel, mit denen die Kinder einfach zu kämpfen haben. Und da fühle ich mich ganz oft einfach auch hilflos. Jan, jetzt hör gut zu, ich frag dich gleich nochmal. Von Pauline und Janik so soll, dass sie auch es kaum schafften, sein Buch. Es ist ein Leseprojekt und es fällt natürlich immer wieder auf, wie schwierig es einigen Kindern fällt, noch zu lesen, das Gelesene zu verstehen. Dann ist es natürlich schwierig, Aufgaben dazu zu bearbeiten. Wenn man nicht weiß, wie die Hauptpersonen heißen, wenn man gar nicht richtig zusammenfassen kann, worum geht es eigentlich. Wenn dann natürlich Kinder zu mir kommen und das dritte Mal nachfragen und sagen, ich weiß nicht, was ich da machen soll oder so super unmotiviert sind, das ist natürlich super frustrierend, auch wenn ich teilweise am Wochenende dann noch daran gearbeitet habe oder mir wochenlang überlegt habe, oh, jetzt machen wir was richtig Tolles und dann komme ich in die Klasse und die erste Reaktion ist, ach nö. Pause ist nicht. Ich packe jetzt schnell zusammen. Es am besten noch im Gehen. Ja, also ich gehe hoch. Gerade wenn ich so einen stressigen Tag hatte wie heute mit viel Unterricht nacheinander, in der Zwischenzeit immer noch mal Pausen auf sich, dann muss der noch schnell nachschreiben, dann muss ich mit dem Kollegen noch mal sprechen, liebe ich es total, einfach danach so ein bisschen rauszugehen, abzuschalten, erstmal so alles loszulassen. Man bekommt in der Schule ja nicht nur super viel von den Familien mit, was ich erstmal verarbeiten muss, sondern es ist auch immer was zu tun. Also ich muss als Klassenlehrerin einfach an wahnsinnig viele Dinge denken, die gar nichts mit der Unterrichtsvorbereitung zu tun haben. Ich habe einfach auch ein Riesenproblem, glaube ich, damit überhaupt abzuschalten. Also auch manchmal, wenn ich spazieren gehe oder in eine Kunstgalerie, dann arbeitet das im Kopf, Hinterkopf immer weiter. Ich sitze natürlich auch viel zu Hause und überlege, wo die Belastung eigentlich herkommt, warum ich mich so fühle, wie ich mich manchmal fühle. Und ich denke einfach, dass diese Herausforderungen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sind. Und ich fühle mich da ganz oft so ein bisschen alleine, würde ich sagen. Jetzt gerade fällt es mir sehr schwer, mich da nochmal ranzusetzen. Aber ich habe den Kindern versprochen, dass sie ihre Klassenarbeit morgen wieder bekommen. Und weil ich das am Wochenende nicht alles geschafft habe, muss ich jetzt nochmal ran. Also jetzt gerade gibt es so ein bisschen Verzweiflungsmoment,
weil die Klassenarbeit nicht so gut ausgefallen ist. Wenn wir 3 Wochen üben und darüber sprechen und in der Klassenarbeit fragen mich dann Kinder, was ein Wortstamm ist oder was eine Grundform ist, dann fasse ich mir natürlich auch an den Kopf und frage mich, was mache ich falsch. Ich glaube, dass man das nicht als das ist der eine schlimme Moment, sondern ich glaube eher, dass das so viele Kleinigkeiten sind, die dann zu so einem Riesenkonstrukt werden, der mich so runterdrückt und der irgendwie immer größer wird, wo die Last immer größer wird. Ihr hattet euch gewünscht, dass ihr die Klassenarbeiten noch zurückbekommt. Deswegen gibt es die heute tatsächlich noch zurück. Wir besprechen die nicht groß. Du kannst sie dir gerne angucken. Du kannst auch natürlich noch Fragen stellen bei mir. Ja, das lief richtig gut, das lief richtig gut. Am Ende. Satzanfang. Ah, Mist. Ja, Mist. Ich glaube schon, dass ich zu idealistisch für den Job bin, teilweise. Natürlich bin ich mit klaren Ansprüchen und mit Vorstellungen irgendwie nach dem Studium gestartet, wie ich Schule gerne gestalten würde. Und das passt oft einfach nicht zu der Schulrealität. Und dann merke ich einfach, es bringt nichts, ich komme da nicht weiter. Weil vielleicht die Eltern nicht mitziehen oder weil vielleicht auch das Kind einfach noch nicht so weit ist, weil das Kind vielleicht gerade einfach noch was verarbeiten muss, was mit mir gar nichts zu tun hat. Also viele Kinder haben auch wahnsinnig schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Und dann ist es natürlich auch unfair von mir zu verlangen, so jetzt bin ich da und ich will diesen Unterricht machen und ich stelle mir das so und so vor und jetzt soll das so laufen. Weil so läuft es einfach nicht. Lara hat ein ganz großes Talent dafür, die alle in den Blick zu nehmen. Also die ganz Leistungsstarken, genauso wie die, die etwas mehr Unterstützung brauchen. Und das ist auch im Kollegium, wird das sehr wertschätzend aufgenommen. Und Lara hat wahnsinnig viel hier auch schon in die Klasse investiert, hat aber einen irre hohen Anspruch an sich selber. Ist Wahnsinn, was sie sich selber immer für einen Druck macht und da... Ja, versuchen wir immer, ihr zu spiegeln, dass sie das super gut macht. Sie ist halt noch sehr, sehr jung. Ich glaube, ich spüre das am meisten im Bauch, auf jeden Fall. Also gerade, wenn ich mich selber auch so verbeiße oder so. Und dann gibt es aber auch Tage, wo mich dieses Gefühl einfach lähmt. Und wo ich dann auch denke, pff, wozu machst du das überhaupt? Wozu gibst du das alles rein? Wozu telefonierst du jetzt nochmal hinterher? Wozu fragst du nochmal nach? Wozu gibst du nochmal die Rückmeldung? Und dann merke ich einfach, es bringt nichts, ich komme da nicht weiter. Für die Lehrkräfte ist es, glaube ich, die Vielzahl an Mehraufgaben, die hinzugekommen sind. Bei uns ist es tatsächlich die Personalknappheit. Man fängt viele Aufgaben mit auf, für die man eigentlich gar keine Kapazitäten mehr hat. Wie kann es sein, dass ich nicht mal 2 Minuten weg bin und ich bin wirklich nur vor der Tür und hier ist ein Riesenchaos? Wie kann das sein, Lina? Sie lügt nur, das ist blöd, weil er hat sich da nicht einzumischen. Lass sie aussprechen. Ja, das ist aber auch eine Beleidigung, deswegen habe ich vielleicht geschrieben. Sag, es juckt dich nicht einmal, was er sagt. Kannst du dich überhaupt mal umdrehen, dass ihr miteinander sprecht? Guck mal, du bist gerade mit dem Rücken zu ihr. Nein, sobald die nerven, fangen die an auch zu nerven, weil die ganze Zeit neben mir sitzen. Was kannst du dann machen? Du musst dich nicht einmischen. Kann ich nicht. Ich darf nichts machen. Ich muss die ganze Zeit sitzen und warten. Worauf wartest du? Bis diese anderen fertig sind, weil ich schon fertig bin. Stimmt doch gar nicht. Doch. Ich bin mit jeder Aufgabe fertig. Mich bringt auf jeden Fall an die Grenze, dass ich in meiner Klasse sehr viele Kinder habe, die sich dann einmischen in andere Konflikte und dann ist das immer wie so ein Feuer, was irgendwie so aufflammt. Dann fängt es vorne so leise an, dann mischt sich hinten ein Kind ein, dann mischt sich von der anderen Seite eins ein und dann ist es ganz schnell ganz laut, obwohl es eigentlich meistens gar keinen bestimmten Grund hat. Es macht mich wahnsinnig emotional, darüber nachzudenken, dass ich das, was ich mir halt auch für viele Kinder wünsche, einfach nicht umsetzen kann.
wenn ich in die Klasse komme, dann sehe ich natürlich auch viele, viel Potenzial. Und das kann ich einfach nicht so fördern, wie ich das gerne würde. Wir sind jetzt am Ende unseres Projekts. Das heißt, jeder darf etwas vorstellen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ihr habt euch ja alle mit anderen Aufgaben beschäftigt. Jeder hat es ein bisschen anders gemacht. Und mich würde jetzt einfach total interessieren, was du vorstellst. Die anderen schenken Todo jetzt mal noch mal ein Lächeln. Ne? Das ist aufregend, hier vorne was vorzustellen. Er hat sich für ein Elfchen entschieden. Bist du bereit? Okay. Entspannt. Die Piraten. So viel Müll, die Kinder verfolgen Verbrecher kommen. Wow. Gib Todo mal eine Rückmeldung. Ich bin so froh, dass Ferien sind. Also gerade so am letzten Tag, natürlich auf der einen Seite beim Leseprojekt bin ich total stolz, dass was alles für schöne kreative Sachen entstanden sind. Aber es ist auch immer so ein bisschen damit verbunden, ach, warum muss das immer so schwer sein? Ja, denke ich dann immer wieder darüber nach, dass es ja auch anders sein könnte. Also ne, wenn die Umstände zu Hause und auch in der Schule einfach anders wären, dann könnte da noch so viel mehr draus entstehen. Also meine Ohren sind, glaube ich, schon total am Flimmern. Also mein Plan nach diesem Schuljahr ist erstmal eine Weltreise. Ich möchte nach Südamerika, ja, einfach was von der Welt sehen. Ich würde gerne auch da an Schulen einfach nochmal, um mir quasi eigentlich aus aller Welt so das Beste so ein bisschen mitzunehmen und auch zu gucken, naja, wie kann es denn auch anders funktionieren? Die Unterbrechung ist schon sehr wichtig für mich. Auch um einfach noch mal wirklich Zeit zu haben, in mich zu gehen und zu überlegen, in welcher Form möchte ich das. Ich möchte alles geben für den Job. Ich möchte immer mein Bestes geben. Aber ich möchte mich eben nicht kaputt machen.